Wir können uns auf jeden Fall gerne den Kampf anschauen von Strickland. Die Highlight-Version ist, glaube ich, online. Das ist auf jeden Fall etwas, wo viele, glaube ich, nicht mit gerechnet haben, dass dieser Kampf so ausgeht. Und auch Adesanya hat, glaube ich, nicht damit gerechnet. Also, ich habe nur am Rande die Zusammenschnitte, Highlights aus den Predictions und Äußerungen von Adesanya gesehen. Aber ich glaube, er hat Strickland ein bisschen unterschätzt in dem Moment. Die Schlüssel für Adesanya bzw. Strickland für den Sieg sind auf jeden Fall. Adesanya braucht Platz. Adesanya ist ein Kämpfer, der sich nur entwickeln kann, wenn er Platz hat. Sobald er jemanden hat, der diesen Druck konstant aufrecht erhält, wird es anstrengend für Adesanya und er kann sein Game nicht so etablieren, wie er es gerne möchte, beziehungsweise wie er es kann, wenn er genügend Platz hat. Für Strickland ist es extrem wichtig, die ganze Zeit Octagon Control zu behalten, Weg abzuschneiden, Druck nach vorne zu machen, Kombinationen zu schlagen. Für Adesanya ist es extrem wichtig, in dem Moment die Distanz zu halten, natürlich, sich ständig zu bewegen, zu zirkeln und diesen Platz zu kreieren. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass Strickland ihn ringen wird, beziehungsweise bin ich davon ausgegangen, dass Strickland ihn ringen wird und Adesanya, ja, er ist ein Striker, Elite-Striker. Auch hier bin ich nicht davon ausgegangen, dass Adesanya für einen Takedown ansetzt und versucht, Strickland irgendwie am Boden zu dominieren in dem Moment. Schön. 1-2 bei Strickland immer extrem sauber. Er schlägt keine Einzelschläge, saubere Kombination. Er rollt viel mit der Schulter. Seine Steps versetzt er sehr klein, justiert sehr gut nach. Und das ist einfach genau das, was er benötigt, um den Raum zu kontrollieren und um die richtige Distanz konstant zu halten, um den Druck aufrechtzuerhalten. Hier merkt man schon, Adesanya, diesen K.O., den er gegen Pereira erzielt hat damals am Cage. Er fühlt sich konfident mit dem Rücken am Cage, gibt Strickland die Möglichkeit, ihn zu stellen, auch bewegt sich nicht sonderlich groß, aber wartet natürlich auf seine Chance zu kontern in dem Moment. Schönes 1-2. Und man sieht hier die Hüfte. Wenn ihr die Hüfte anschaut, die Hüfte kommt nach vorne, fängt direkt an zu kontrollieren. Er bleibt am Rücken. Dieser ringerische Instinkt, mit der Hüfte zu kontrollieren, den Drive nach vorne zu haben und Schaden zu generieren, extrem wichtig. Und das ist dieser Killerinstinkt, den ein Kämpfer benötigt, um einen Kampf auf diesem Level zu finishen zu können. Hier, setzt nach. Hier, Adesanya gibt noch dieses Handzeichen mit der rechten Hand zum Referee. Ey, es ist alles cool, überhaupt kein Problem. Nicht abbrechen bitte, damit da keine Missinterpretation von Gotthard zustande kommt, dem Referee. Mike Gotthard ist es, glaube ich. Extrem erfahrener Mann, der weiß ganz genau, kennt die Kämpfer, hat mehrere Kämpfe wahrscheinlich gerefft oder zumindest gesehen und kennt die Körpersprache und die Nehmerfähigkeiten von einem Kämpfer und kann genau beurteilen, wann derjenige in Bredouille ist oder wann nicht. Schön. Und was Strickland sehr gut macht, er schlägt immer mit. Dort gibt es keine Akzeptanz von der gegnerischen Kombination, sondern er schlägt mit. Er hat immer diesen Reset, also dieser linke Shoulder-Roll vom Boxen, den ganz wenige nutzen eigentlich am Ende des Tages. Oder was heißt, nutzen tun die natürlich schon viele, aber die ihn so perfektioniert haben und eine gute Defense haben mit relativ niedrigen Händen. Also mir fällt jetzt keiner ein, spontan, der das so gut umsetzt wie Strickland in dem Moment. Also, das ist wirklich, das hat er sich gut zunutze gemacht und man sieht in seinen sämtlichen Kämpfen, dass er wirklich Erfolg damit hat und sein Timing, seine Präzision in Kombination mit seinem Distanzgefühl funktioniert sehr gut. Schön. Ja, man merkt hier, in dem Moment, wo Adesanya attackiert, er gibt keinen Platz nach. Ich glaube, die Rechte hat getroffen von Adesanya. Leichter Level Change von Strickland. So ist kein ganz komplett cleaner Shot zustande gekommen. Aber dieses Nachjustieren der Distanz ist einfach der Schlüssel bei Strickland. Yes, check die Kicks. Das Finden-Game von Adesanya ist eigentlich sehr gut etabliert, aber Strickland reagiert überhaupt nicht darauf. Er benutzt sein eigenes Movement, um einen Flow zu erzeugen mit seinen Kombinationen, bewegt sich, reagiert nur auf die tatsächlichen Attacken, reagiert auf keine Finten und das erhöht natürlich noch einmal den Druck in dem Moment. Denn Adesanya merkt auch, okay, der reagiert überhaupt nicht.
der reagiert tatsächlich nur, wenn ich attackiere und wenn ich die Kombination tatsächlich abfeuere. Und das schafft natürlich im mentalen Bereich auch wieder einen Vorteil in dem Moment. Seht ihr? Diese leichte Anpassung der Distanz, kleiner Schritt nach draußen, er merkt, ich bin einen Tick zu weit drin, der Kick kann landen. Hier sieht man, das ist die perfekte Kickdistanz für Adesanya. Nutzt er, checkt es zwar, okay, Hand ist diagonal, rechte Hand, aber er hat ein perfektes Gefühl für die Distanz einfach. Das muss man Strickland einfach als Props hier mal aussprechen. Schön. Schließt mit dem linken Haken ab. Und wieder. Und der linke Tipp benutzt er auch sehr gerne in Kombination mit seinem Block. Auch in der Finte. Schönes Movement von Adesanya. Das ist genau das, was er benötigt, um sich nicht stellen zu lassen. Zirkeln, bewegen. Strickland rückt nach und versucht natürlich den Weg wieder abzuschneiden und die Octagon Control weiter zu forcieren. Hier sieht man schön. Wechselt kurz die Auslage. Rechter Fuß ist vorne, auch wenn er es nicht benutzt. Erzeugt trotzdem wieder Druck, weil das hintere Bein natürlich das starke Bein in dem Moment ist. Und ja, einfach eine Gefahr da ist, dass er kickt damit. Kickdistanz ist auch wahrscheinlich gegeben, wenn er einen kleinen Schritt nach vorne macht. Zack, jetzt wechselt er wieder die Auslage, stellt die neu und hat die Octagon Control wieder aufrechterhalten. Für Adesanya wäre jetzt in dem Moment wieder in die linke Richtung laufen, Ringmitte wiederholen, sieht auch geiler aus am Ende des Tages. Aber er ist halt auch jemand, der sich sehr confident fühlt mit dem Rücken am Cage. Und er ist natürlich nicht nur ein Striker, der nach vorne geht, sondern auch ein Striker, wie wir bei Pereira gesehen haben, der sehr gute Konterfähigkeiten hat. Schön. Sehr guter Versuch. Hier sieht man jetzt wieder, Adesanya schafft Platz, versucht rauszuzirkeln, mehr Richtung Octagon Mitte zu kommen, Kombination zu schlagen, One, Two, linker Haken. Er ändert ein bisschen sein Game am Ende nochmal, was auch wieder für seinen hohen Fight-IQ und seine Experience einfach spricht, dass du im Kampf fähig bist, einfach deine Strategie zu ändern, andere Kombinationen zu schlagen, dein Gegner liest in dem Moment und versuchst einfach, ja, zu adaptieren und zu reagieren in dem Moment. Schön. Es ist einfach phänomenal, wie Strickland einfach 5 Runden mal 5 Minuten durchgängig nach vorne läuft oder leicht versetzt und einfach Adesanya totläuft. In Kombination, dass er eigentlich nicht so oft getroffen wird. Er arbeitet mit seinem linken Frontkick, mit seinen beiden Händen, checkt ein paar Low-Kicks, einige Low-Kicks muss ich sagen. Ja, ich würde wirklich gerne, ihn wirklich gerne mal fragen, ob seine Schienbeine eigentlich danach wehtun, weil ich weiß nicht, ob es da Analytics zu gibt, wie viele Kicks er geblockt hat, aber ich glaube, allein in dem Highlight haben wir jetzt bestimmt 10 bis 15 Low-Kicks von Adesanya gesehen, die von Strickland geblockt worden sind in dem Moment. Das ist ja auch etwas, was am Ende Verschleiß bedeutet und du merkst es am nächsten Tag auf jeden Fall, wenn du Schienbein auf Schienbein geblockt hast. Egal wie gut dein Block ist, du merkst es. Dein Schienbein ist nicht dafür gemacht, um Low Kicks zu blocken. Ja, und sowas ist natürlich am Ende des Kampfes dann auch nochmal sehr einschüchternd. Wenn du so niedergelaufen worden bist und Knockdown erlitten hast in dem Moment und ja, dein Gegner so marschiert ist wie Strickland und dann nochmal aufdreht, die letzten 20, 30 Sekunden und einfach mit Händen unten auf dich zuläuft. Ja, egal wie stark du mental bist, das hat auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Wirkung. Das ist so brutal. Ja, 49, 46. Ich muss sagen, ich glaube, eigentlich hätte man sogar eine 50, 45 geben können. Ja, absolut dominant. Ich bin gespannt, wenn die beiden nochmal gegeneinander kämpfen, wie dieser Kampf verlaufen wird. Und ich bin natürlich gespannt, wer ist der nächste Gegner für Adesanya und wer ist der nächste Gegner für Strickland. Findest du, Easy hat ein Rematch überhaupt verdient? Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Strickland jemand anders kämpfen sollte erst. Ich würde
Duplessis, Cannonier oder Whittaker. Das sind die Top 4 nach Strickland als Champion. Bin ich gespannt, was da als nächstes angesetzt wird und dann vor allem, wen Adesanya vor allem kämpft. Das finde ich auch sehr interessant.